Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir versuchen gerade unsere Zivilisation wieder auf den geraden Weg zu kriegen. Langsam wachsen überall so kleine Wiesenfelder oder was auch immer das mittlerweile ist. Das ist wahrscheinlich härteres Moos einfach. Hier sind auch schon Wiesenfelder. Wir sehen es alles schön voller. Wir schauen, dass wir den Mars langsam zu einem bewohnbaren Planeten machen. Es dauert halt alles seine Zeit. Wenn die Atmosphäre endlich natürlich auch hält, wäre das natürlich noch geiler, aber es dauert alles natürlich seine Zeit. Irgendwann gibt es sauren Regen, ich weiß bloß nicht, wann es den gibt. Kann man das nicht irgendwo nachlesen? Sauren Regen? Katastrophen? Regen. Also was wir mit potenten Treibhausgasen bilden wir bald einen natürlichen Niederschlagregen. Zunächst werden diese Niederschläge durch die ausgewaschenen Gase giftig sein, sobald sich die Qualität davon will. Also hier muss es noch weiter steigen. Aha. What? SpaceY has left an eternal and undeniable footprint in the history of mankind. Colonists are departing. New colonists have arrived. Warte mal, der redet über mich. The ship is nothing short of a miracle. It's made of recycled components and has proven that cosmic trips. Die reden gerade über SpaceY, also unserem Ding hier. Voll geil. Die Musik ist geil. Also die Musik, echt geil. Ich hätte das Radio früher ändern müssen. Ich vibe gerade so dazu ab. Wahnsinn. Woo. Der Rand ist schön grün, schön. Schön, schön, schön. Ich glaube, auf 15% haben wir die ersten Niederschläge. Kann das gewesen sein, irgendwie so? So, schauen wir, jetzt müssen wir hoffentlich hier besseres. Hier arbeitet immer noch keiner drin. Wir arbeiten jetzt hier mehr schon wieder drin. Das ist natürlich praktisch, um Geld wieder zu gewinnen, ne? 20 kriegen wir hier. 7,3 mehr. 7,2. Also eigentlich müsste jetzt das Ganze steigen. Ich find's super gerade. Das Feeling ist um einiges besser. Ah, das ist ein geiles Feeling. Oh, schön. Also vielleicht ein paar verstehen sich, aber ich finde das Feeling mit dieser Musik ist super toll. Das werde ich nicht abreißen, weil das schaut geil aus. Wir sind so das Valley-Dorf irgendwie. Das kleine Valley-Dorf. Das ist mega geil. Können wir bitte von denen nochmal verdeckte Operationen Technologie stehlen? Und dann tun wir von denen hier
Verdeckte Operation Kolonisten stehlen. Viele nicht Leute holen. Alles startet wieder. Raketenstarts und Landungen, wo man guckt. Und die fliegen gerade zurück und bringen Geld wieder ein, hoffentlich. Funding, ja, perfekt. Wie viel bringst du mir? Wahrscheinlich so ähnliche. Dann schauen wir, Passagierrakete, 10 Stück, starten. Frachtrakete, ich muss schauen, dass ich das hier hochhalte. Ah, die Musik vibet so. Bin mal gespannt, wie viel die zurückbringen. Ah, diese Musik. Wunderschön. ...2018 Kolonisten. Holy shit. Das können wir gleich nochmal durchführen. Dann kriegen wir genug, langsam genug Mitarbeiter. Wenn wir 18 kriegen. Klar sind es keine Spezialisten, aber besser, wir haben Mitarbeiter, die arbeiten, als keine. Wir haben einen genug großen Vorrat an Nahrung aktuell. Der kommt von Russland zurück. Der hat 24 Passagiere dabei. Holy shit. Mit den 2000 haben wir auch einen guten Vorsprung gemacht. 10% nochmal. Hier kommen die ganzen neuen. Das Vorteil mit der Menge Mitarbeitern jetzt hat. Vielleicht nicht mal abreisen Kolonisten, okay. Du hast dir die falsche Rakete gesucht, Junge. So, 10 Passagiere nochmal. Ah, langsam kommen wir auch wieder mehr rein. Schön. Unser Labor ist noch sehr... Welche Ressourcen sind denn schon wieder low? Yes, hat sich einer dazugesellt noch. Welche Rakete bist du denn? Bist du auch wieder ready zum Start? Transporter 1 und Transporter 2 hätte ich gerne die ganze Zeit zur Verfügung. Wir tun mal von ihnen hier auch eine verdeckte Operation. Kolonisten klauen. Nicht spezialisierte Transporter 1 schicken. Und das gleiche nochmal bei Russland machen. Ich glaube, die neue Operation. Kolonisten rekrutieren. Nicht starke Transporter zu schicken. Füllt ihn auf. Er braucht Tank, Leute. Dadurch, dass wir aktuell so viel sind, natürlich die Dinge auch voll auf Last ausgelegt. Aber wir können eigentlich die auch wieder aktivieren, ne? Oh, die haben Fehlfunktionen. Super. Okay, ist auch klar, die waren jetzt ewig lang nicht in Verwendung. Wo ist der andere? Dann startest du mal. Geschlossen Handelsmodell. Ja, das ist jetzt nicht schlimm. Du startest auch. Was ist mit dem los? Nicht genug Kolonisten aktuell. 6 Offiziere benötigt dafür. Holy shit. Hier arbeiten jetzt aber auch einige schon drin, das ist super. Dann tun wir jetzt endlich mal das machen, was ich die ganze Zeit schon machen will. Um die Terraforming-Situation voranzukriegen. Unebenes Terrain. Jetzt hackt es aber gleich. Ist echt uneben. Ah, komm schon.
platziere ich halt die Lager um. Mir wurscht. Ich hätte dann noch gerne ein Drohnen-Hub. Da hinten drum kümmert um alles. Jetzt sollte ich doch dann hoffentlich hier ebnen können, oder? Gibt's da keine Größenveränderung, oder? Größer dann RT. Jetzt kann ich hier den Carbon-Prozess über den bauen, oder? Er sagt unebenes Terrain. Das Ding hier. So, das könnt ihr auch gleich machen. Jetzt sind sie erstmal aus dem Weg räumen. War das jetzt nicht die unnötigste Arbeit, die es gibt? So, und jetzt aber, oder? Beschwert. Jetzt hat. Wieso 84? Hello, Martian here, welcoming you back to the Mars Vision Song Contest. If you listen carefully, you will soon have your ears filled with melodies from the land of the rising sun, the country you secretly love, Japan. Japan. It's not all sushi. Was war's hier? 32 Passagiere. Schauen wir mal, jetzt können die alle reinziehen. Ich hoffe, dass die hier jetzt sich einen Job annehmen. Nicht alle nach da drüben, wir brauchen hier Mitarbeiter. Jetzt haben die hier schon mal eher weniger. Brauchen hier eher Mitarbeiter, Leute. Lass die mal ein bisschen mehr rein, komm. Hält sich das jetzt so ein bisschen? Yes. Jetzt haben wir hier eine höhere Produktion schon mal angestrebt, cool. Der nächste unterwegs. Der muss jetzt gebaut werden noch. Es kommen von überall die Produktionsressourcen her. Gibt es hier einen Button einfach zu umpositionieren? Solange der Export von innen verboten ist, kann der automatisierte Modus nicht übernommen werden. Passagierrakete 14 starten. Kann jetzt alles natürlich dauern. Na komm. Wird das Ding fertig, dann können wir nicht die Ressourcen abbauen. Hier sind die Umwelt, das muss auch endlich voll gebaut werden. Ist das jetzt 24 Passagiere? Das finde ich gut.
Na komm. Jetzt pumpt er sich auch auf. Hier oben ein abreisender Kolonist, okay. Was wartet der hier? Obdachlos? Warum bist du obdachlos? Holt den jemand ab oder warum steht der hier? Einmal abholen. Perfekt. Jawohl, jetzt ist es eine Produktion. Yes, sie bauen es endlich. Das nächste große Produktionsgebiet. Damit endlich die Wolken brechen. Lass die Wolken brechen. Jetzt haben wir 0,8 Fortschritt schon mal. Das ist doch schon mal genialer Fortschrittmenge. Das ist doch perfekt. Und jetzt ist hier voll perfekt. Sind die da vorne dafür da vorne hier raus oder was ist jetzt hier passiert? Ne, das ist immer noch gut besetzt. Das Ding wird gleich bummvoll gemacht mit anderen Edelmetallressourcen. Hier unten drin. Da ist die Übersicht ein bisschen besser. Resources are low. 48 nennen die low. Also ich kann bald noch so ein Ding bauen. Endlich. Muss ich mir keine Gedanken drum machen, dass ich noch davon noch warten muss. Drachenrakete. Gehen, fliegt nach Hause. So, von dir noch keine Technologie gestohlen, ne? Von dem auch noch keine Technologie gestohlen. Startet! Woo! Ah, schaut euch das an. Jetzt geht's voran! Sobald wir den ersten sauren Regen... Warum niedrig? Alter, die Produktion zieht durch wie sonst noch ein Bazar. So. Fehlgeschlagene Operation. Ah, shit. Ah, einer hat wenigstens funktioniert. Wenigstens eine Mission hat funktioniert. Ah. Mein Plan danach nochmal Ressourcen liefern von der Erde aus. Alter, wir produzieren nicht mal schlecht. Holy shit, 21er Produktionsstärke. Eisen ist mittlerweile die Produktion auch schön hoch. Dann sozusagen... was wollte ich machen? 600, perfekt. Ressourcenfrachtrakete. Perfekt, starten.
Dann holen wir uns noch eine Passagierrakete mit 15. Wir ballern jetzt einfach voll wieder alle rein. Wir haben 224 Kolonisten mittlerweile wieder. Noch 100 Wohnplätze frei. Langsam wird... Ich würde auch sagen, wir starten hier jetzt mittlerweile den Bau des Carbon-Prozessors. Schon wieder unebenes Terrain. Die ganze Zeit dieses blöde unebene Terrain. And you're listening to Mars Vision Radio, the bringer of the Mars Vision Song Contest. Don't miss out. Keep listening. Kümmert sich da jetzt jemand drum oder nicht? Hallo, Leute. Hohe Prio. Oh, was ist jetzt mit dem Strom los? Was war das denn jetzt? Wir haben vollgespeicherten Strom. Dann kann ich doch jetzt hoffentlich den Carbon-Prozessor einrichten lassen hier. So, Strom gibt es natürlich auch noch einen Anschluss. Dann tun wir die Rakete hier landen lassen. Die sind unterwegs, okay. Du bringst Passagiere. Das Tier. Shuttle sind überlastet. Pumpt das Ding voll. Okay. Ich bin gleich wieder da, Leute. So, Leute, ich bin wieder zurück. Wir bauen gerade noch hier an der Maschine. Das kann natürlich noch... Jetzt ist schon wieder ein Stromausfall. Ich verstehe nicht ganz, wo die Stromausfälle herkommen. Warum ist hier gerade ein Stromausfall? Dann lass nochmal hier einfach ein paar Generatoren irgendwo aufbauen. Ich glaube, das jetzt wirklich an denen liegt, weil die Batterie hier auch immer leer ist. Ach ja, wir tun tagsüber auch zu wenig produzieren. Ist natürlich dazu noch schlecht. Phoenix 1 kann abheben. Die Dragon 2 wird noch ausgeladen aktuell. Könnt ihr die langsam mal bauen? Ich will nicht, dass nächste Nacht nochmal der Stromausfall ist. Außerdem tun wir viel zu wenig produzieren aktuell. Oder ist irgendwas ausgefallen? Kann das sein? Gott, warum schreibt jetzt 3000 Sachen? So, schauen wir mal. Lade es mal langsam aus. Ich hätte gern noch eine Station
können wir das alles ein bisschen besser steuern. Lagerstand niedrig. Ja, okay, wir haben jetzt auch viel verbraucht aktuell. Und der nächtliche Stromausfall, der geht mir auf den Sack. Fünf Kuppeln ohne Strom. Wie geht das? Klar, die hat fast nichts drin, aber... Liegt es daran, dass die zu viel Strom verbrauchen aktuell, oder was? Die brauchen 50 Strom. Lass uns mal... Die sollten tagsüber wieder Strom kriegen. Bräuchten dringend mal hier eine Verstärkung. Ich weiß nicht, wie viel jede von denen gerade macht, aber ich glaube, die machen einiges. Wie viel macht denn so eine? 10, bedeutet, die machen jetzt 50. Oh Gott, ich brauche viel mehr von denen. Neue Steuereinheit hier. Ich kann mal auf 10 reduzieren, würde ich sagen. Dann kriegst du von mir noch ein paar drauf. Du kriegst von mir noch ein Universallager hier hingeballert. Jetzt bauen die hoffentlich die ganzen Geräte fertig. Komm, ihr müsst die ersten auch mal bauen. Yes. Gut, jetzt haben wir schon die ersten angeschlossenen. Das Licht bleibt gerade. Und wir haben aktuell keinen Stromausfall, das ist gut. Kuppel ohne Stromhaltung, ja super. Baut die Dinger, kommt schon Leute. Kommt schon. Polymerrotoren brauchen wir auch noch hier draus. Dann sollte die Produktion auch hier höher sein. Die Upgrade bringt das allein 22. Tun wir ein paar Mal runter reduzieren wieder. Ich glaube, fürs Erste reichen die. Dem fehlen noch die Ressourcen jetzt aktuell. Wie viel haben wir denn davon aktuell? Oh, Metall haben wir gerade wenig. Warum auch immer so wenig Metall? Die sind alle hier wieder raus. Ist uncool. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Bei die kann ich ja doch sicher Kolonisten gerade erneuern wieder. Wenn einen soll, muss ich noch warten. Passagierrakete. Alle starten. Mal hier noch ein paar Ressourcen. So ein schönes Ressourcenfeld wäre mal wieder geil. Ich habe echt schon viel abgeharvestet. Das ist halt natürlich die Sache, ne? Ich habe schon viel abgeharvestet. So.
schauen wir mal. Jetzt machen wir 305 aktuell. Kapazität liegt bei 11.000. Jetzt schalten die Dinger sich aus. 140 minus. Der Speicher hat allein schon noch mehr. Das Ding geht auch ab jetzt 15%. Und jetzt, je natürlich, je mehr wir in Richtung Atmosphäre ziehen, desto geringer wird natürlich von den Sonnenkollektoren die Leistung und je höher die Produktion von den Teilen hier. Deswegen die jetzt auch alle solche neuen Blades bekommen von mir. Habe ich euch unten auch schon geholt? Nein. Die brauchen auch unbedingt Upgrades. Ah, schade, die bringen sie gar nichts. Die sind gar nicht angeschlossen. So, jetzt muss ich erstmal Kabel hier legen. Jetzt weiß ich, warum hier ein Kabel war. Schaut so, als ob wir gerade so Reichweite noch hätten. Jetzt sollte hoffentlich die Produktion hier auch wieder ein bisschen voller sein. Dadurch, dass die Stromausfälle waren natürlich. Jetzt ist hier ein voller Akku und es bringt sich natürlich nichts. Ich muss hier überall wieder Strom anschließen. Bin ja schlau. Yes, der Board ist fertig. Kümmert sich da mal bitte jemand drum? Aber wir haben so wenig Eisen, ne? Also wir haben so viel Edelmetalle aktuell. Holy shit. Das ist natürlich geil. Obwohl wir haben jetzt auch kein Eisen mehr aktuell. Das macht es natürlich nicht cool. Wir müssen halt auch mal die Nacht, die Ausfälle... Irgendeine jetzt Metall, mit dem er rumdüsen kann. Ja, sie reparieren jetzt erstmal die Lager. Super. Der pumpt aber schön in Luft. Bedeutet, unsere Atmosphäre wird auch langsam dicker. Ach komm, wir haben doch hier ein Ding. Und die können sich doch hoffentlich darum kümmern, oder? Vielleicht reduzieren wir auch mal. Jetzt haben wir hier so viel drin, die kein Schnell braucht. Ach, sollten hier reichen. Kann ich jetzt mittlerweile irgendwo hier Kolonisten klauen? Kolonisten klauen. Verdeckte. Kolonisten rekrutieren. Schicken. Gott, erste startet. Zweite braucht noch 6 Offiziere rein theoretisch. Und du hörst Mars Vision Radio, der Broadcaster of the Mars Vision Song Contest. Schau mal, wie viel wir. Contestant ist Björn Björk, a 29-year-old Swedish vocalist representing our most generous sponsor, Paradox Interactive. Think for the Paradox Interactive. Ey, ihr seid doch. Sie haben sich selber als Sponsor reingehauen. One of Paradox's owners was raised in the northern parts of Sweden. Aha, ja. Wir tun mal reduzieren ein bisschen. Und jetzt holen wir uns eine I think he will leave the lower musical league in favor of a higher one.
Starten. Und dann holen wir so eine Frachtrakete. Starten. So, erfolgreich 22 Kolonisten geholt. Geschnappt. Ja, die bringen Ressourcen. Der bringt uns die Kolonisten. Und was macht er hier? Er wartet noch auf seinen Geheimauftrag. Haben wir hier aktuell so wenig? Maschinenteilproduktion ist voll eingebrochen. Was ist denn hier los? Hier arbeitet fast keiner mehr. Holy shit. Das ist natürlich uncool. 28 Passagiere. Zum Glück haben wir so viel Wohnfläche. Und dann kommt alle rein mit euch da. Wo sind die denn verschwunden? Ah, der wartet gleich mal wieder auf Abholung, okay? Jetzt ist das wieder voll gut. Puh. Jetzt hier drüber hovern. Warum ist die Produktion trotzdem bei 11? Ah, weil Metalle so schlimm sind aktuell. Ja, das ist das. Oh. So, jetzt kommen die Ressourcen wieder an. Dann müssen wir jetzt schauen, dass hier die Ressourcen langsam... Ja, hier brauchen wir dann auch so noch. Da tun wir die andere Rakete hinschicken. Wir haben ja eh Transporter, von daher. So, das sind jetzt die Raketen, die wir für allgemeine Sachen brauchen. Landet! Also siehst du, brauchen alle Metalle aktuell. Wir sind so schlecht mit Metallen aktuell dran. Shit. 19 haben wir uns wieder geklaut. Hol dir mal das ganze Zeug, was wir hier rausgeholt haben. So, der Transporter 1 ist natürlich wieder ready. So, wir bringen dich dann hier hoch zur Eisenproduktionsmine. Wir haben erst 1000. Ist natürlich geil. 25 Passagiere. Dadurch, dass wir das jetzt anhaben, haben wir natürlich genug Strom, hoffentlich aktuell. 303. Ist schon geil. Kommt, ihr Kleinen. Ab mit euch in die Höhle hier rein, dann könnt ihr hoffentlich erstmal alle schön arbeiten gehen. Yes. Jetzt müssen die Wohnhäuser auch gleich fallen. Die sind alle voll. Ah, geil. Die Dragon 2 scheint auch ready sein zu sein für Afrika. Ah, da sind noch Ressourcen auf Bord. Ups. Ja, die müssen gerade wie ihre. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einen guten Vorrat. Und die Atmosphäre wird immer dicker. Gleich haben wir 20 erreicht. 20%. Da sind wir nochmal gespannt, was bei 20% passiert. Was wohl bei 20% passiert? Da bin ich doch gespannt drauf. Was haben die gerade zu tun, dass die... Ah, der hat, okay, der hat genug auf Lager, man sieht's bloß nicht. Wir machen zwei aktuell. Was macht der? Rennt der in die Raketen rein? Das wäre natürlich cool. Wie viel schaut's aus? 1,2k haben wir aktuell. Abheben. Abheben, Leute. Tschüss, ihr zwei. Wie schaut's mit der Forschung aus? Ja, Small Hole Project ist gleich fertig. Ist natürlich mega geil. Vielleicht können wir ein bisschen Forschung wieder klauen. Wie schaut's denn mit dir aus? Verdeckte Operation.
Technologiestellen 1 soll noch entfernt. Technologiestellen, dann fangen wir bei dir schon mal an. Gleich haben wir 20%. Oh, ich bin gespannt, ob irgendwo. Aber wie viel Prozent passiert das denn? Wo kriege ich den giftigen Regen her? Ich will wissen, wo kriege ich den giftigen Regen her? Kann ich? Öffnen das Lexikon. Aktuell stehen wir gut da. Wir haben fast alle Wohnungen besetzt. Arbeitsstellen sind auch schon viele mittlerweile besetzt. Wie schaut es mit unserem Forschungslabor aus? Sind auch wieder Leute drin am Arbeiten? Moho Project ist fertig. Das wird wahrscheinlich hier hinten dann irgendwo sein, oder? Oder ist das unter Produktion? Gesteinsabfallanlage. Ja, klar sind die noch niedrig, aber wir sind ja wieder am Arbeiten, wie irre dran. Wo ist dieses Moho Project? Das muss doch da vorne irgendwo sein. Wo ist das? Hä? Also irgendwo muss es doch sein. Moho Mine, hier. 300 Maschinen. 100 Eisen, okay, das geht. Und 400 davon. Braucht auch Urallhölle viel. Standardproduktion, 100 Eisen. Wie groß ist das? Holy shit. Das können wir eigentlich dann hier irgendwo hinsetzen. Das ersetzt ja alles. Der Wächter. Es wird ein schwaches Signal empfangen. In hohen Bergen, außer der Kolonie. Stimmt, das Signal ist harmloser. Es könnte auch kein Spionagegerät sein. Sollen wir jetzt einfach hingehen? Nein, wir tun, fliegen hin. Er bringt drei Passagiere wieder mit. Ich warte eigentlich gerade nur drauf, dass wir endlich den Regen kriegen, den sauren. We have a food shortage. Hä? How? Wo? Oh, hier oben. Das können wir relativ schnell wahrscheinlich lösen. Wir bauen ein Lager für Nahrungsmittel. Und sagen, wir hätten gerne eine Wunschmenge von 20 immer hier. Die wir die alle anstehen für Essen. Unser Kunde hat ein altes Gerät in einer Höhle entdeckt. Es stammt von der Erde. Vielleicht ist es etwas Relikt aus der alten Weltlaufs. Von testen ich noch, ob würdig Daten zu erhalten. Ein einfaches Rätsel. Wenn du es lösen kannst, sage ich dir alles, was du weißt. Bis ich gemessen werde, bin ich eine Unbekannte. Vermisst werde ich erst, wenn ich vergangen bin. Was bin ich? Licht. Es war sicher Zeit. Ich hätte Zeit nehmen sollen, ich Idiot. Verdeckte Operation, 0 Stunden. Also muss ich nur eine Sekunde warten, damit das wieder läuft. So, hungernde Mitarbeiter sollte es gleich auch nicht mehr geben, hoffentlich. Kann ich jetzt bitte die verdeckte Operation starten? Yes, Technologie stehen. Passagierrakete, ja, starten. Jetzt werden wieder wird unsere Welt vollgepumpt mit neuen Leuten.
Sand. Schaut's mit dem neuen Ding schon aus? Ah, auch schon fast fertig. Gebt ihr das? Automatisiertes Farmen. Ich hätte dann gerne das noch. Also wir werden eh alles langsam erforschen. Die langsamen Fortschritte. So. Wie viel produzieren die aktuell? Die machen weniger wie eins der großen Dinger dann. Holy shit. Biomtechnik. Biomtechnik. Was denn jetzt Biomtechnik? Ich bin langsam echt überfordert. Aber Leute, ich würde sagen, das war. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich endlich sauren Regen. Also, bis dann. Ciao.